So, ja, also erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein, weil ich glaube, ohne Herrn De Masi jetzt schon verhaften zu wollen, wir haben im Deutschen Bundestag leider viel zu wenig Zeit, uns mal mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit grundlegenden Themen, die manchmal dann auch schneller auf, doch wieder auf unsere Tagesordnung kommen, als wir uns das vorstellen können. Wir haben es ja eben schon gehört, wenn eine Krise kommt, müssen wir ja reagieren können. Und insofern freue ich mich, hier zu sein und das Thema auch mal mitzudiskutieren und vielleicht auch mal größer zu denken. Ich habe jetzt nur den ja, vielen Dank für die Einladung. Nein, ich glaube, es geht nicht nur um eine Utopie, weil die Entwicklungen ja sehr real sind. Frau Stark-Watzinger und ich waren kürzlich in China mit dem Finanzausschuss und da haben wir gesehen, wie real das ist. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass der Zugang zu Zentralbankkonten der richtige Weg ist. Klar ist, dass Kreditschöpfung endogen ist, das heißt, dass, dass wir täglich Geld geschöpft wird von Banken. Und das ist ein Zusammenhang, sage ich mal, das ist nicht nur in der Bevölkerung wenig bekannt. Ich würde sogar behaupten, dass es auch unter vielen Bundestagsabgeordneten nicht bekannt ist. Es gibt den alten Satz. Natürlich nicht den Finanzausschuss, aber es gibt ja den alten Satz von Henry Ford und so würden die Leute das Geldsystem verstehen. Also ich glaube, der lässt sich teilweise auch auf Bundestagsabgeordnete anwenden. Deswegen ist diese Diskussion eben sehr relevant und ich spreche mich aus für einen digitalen Euro, der einerseits der Kreditschöpfung der Banken entzogen ist und von daher über die Eigenschaften von Bargeld verfügt. Eine zweite Eigenschaft, die ich wichtig finde, ist, dass natürlich Bargeld sicheres Geld ist, weil es, und zwar auch nicht, weil es ein Schein oder eine Münze ist, sondern schlichtweg, weil es von der Konvention von der Zentralbank garantiert ist. Und das ist Bankengeld eben nicht. Also da gibt es die Einlagensicherung, aber wir alle wissen, wie belastbar die ist, wenn es mal wirklich hässlich wird. Und deswegen. Und jetzt Ihre Funktion als Gesetzgeber. Wenn man ins Bundesbankgesetz schaut, nur Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Ja? Und das glaube ich, um den Ordnungsrahmen zu schaffen für ein digitalisiertes Geld, ist jetzt ganz dringend mal der Bundestag gefragt und muss sich die juristische Gelddefinition anschauen. Das ist ja auch die Frage, was ist denn dieser Krypto-Euro, was ist denn der juristische Sinn? Ja? Die Rechtsordnung setzt den Rahmen für die Ökonomie. Ja? Und mein Eindruck ist, die Geldordnung hat sich immer weiter von der Rechtsordnung entfernt. Ja. Und wir können nicht erwarten, dass wir, wenn wir nur Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel haben, dass wir damit diese gesamte Entwicklung irgendwie regeln und steuern können. Das wird nicht funktionieren. Es gibt ich sage mal, Generalgeld ist, Geld ist für mich ein öffentliches Gut. Und das Zentralbankgeld ist eben garantiert und das Giralgeld ist im Zweifel eben nicht garantiert. Natürlich, ich finde es, um ganz klar zu sein, ich finde, man hat den Anspruch, in den gesetzlichen Zahlungsmitteln zu bezahlen. Glaube ich, geht es einfach darum, dass wir das öffentliche Gut des Geldes ins digitale Zeitalter überführen müssen, zusätzlich das Bargeld schützen müssen. Aber das ist für mich nicht so sehr eine juristische, sondern auch eben eine technologiepolitische Aufgabe, weil wenn es eben so ist, dass immer mehr Leute zum Beispiel in der Supermarktkasse... Zwei Punkte vorneweg. Zum einen, was Sie gesagt haben, ist natürlich schon, man entfernt sich von der gesetzlichen Regelung, die man sich selbst gegeben hat. Man impliziert damit oder man verstärkt damit eigentlich das, was in der Bevölkerung breit vorherrscht, dass das Geld, das ich auf dem Konto habe, praktisch Zentralbank, also oder, da gibt es keine Unterscheidung in der Gesellschaft. Ja, das ist übrigens auch nochmal etwas, wofür wir stark plädieren, nämlich zu sagen, ökonomische Bildung gehört in die Schule. Ja. Eigentlich muss jeder mit solchem Grundwissen über wie unsere Zahlungssysteme, wie unser politisches System, wie unsere Institutionen aufgestellt sind, müsste eigentlich jeder die Schule verlassen. Andere Frage hinzu, und das ist schon die Frage, was für ein Banken und was wollen wir eigentlich noch das Bankensystem, das wir im Augenblick haben. Aber ganz klar ist, dass man natürlich ein System schaffen muss, in dem das Geld, das im Bankensektor als Giralgeld vorhanden ist, auch relativ sicher ist, nah an der Sicherheit, die eine Zentralbank gibt. Und ich glaube schon, dass es in unterschiedlichen Fraktionen Akteure gibt, die sagen, wir müssen diese Debatte jetzt führen. Die Bundesbank hat sich sehr beschwert, übrigens eher, weil sie befürchtet hatte, das Bargeld wird verdrängt. Auch übrigens, dass die Flughöhe ihrer Debatte, haben wir vorher schon besprochen, viel weiter ist als bei uns. Was heißt da, denk dran, ja? Wir haben Geld auf den Girokonten der Banken liegen, das ist eine sofortige Verbindlichkeit der Ordnung.
Bank Wasser von Geld. Wir haben das Recht, dieses Geld uns zu holen. Ja? Und digitales Zentralbankgeld würde diese Banker dann die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich auszuwählen, ich will kein Bankgeld, sondern ich will diese Verbindlichkeit einlösen in echtes Geld. Das würde die schaffen. Ja, man müsste nämlich nicht jeden Geldautomaten dann in Geld führen, sondern man könnte digitales Zentralbankgeld schaffen, haben auf seinem Konto. Das wäre bei der Zentralbank ein relativ einfacher Buchungsvorgang. Also es wäre viel leichter darstellbar wie der Papiergeld. Und so hätte eben der Geldbenutzer die Möglichkeit zu wählen, habe ich jetzt Bankengeld oder habe ich ein anderes. Das sehe ich jetzt nicht als Gefahr, sondern als Chance eines digitalen Zentralbankgeldes. Und